Alles klar, okay. Aber jetzt auch im Stream. Also, und dann, was ich schon angesprochen habe, es gibt natürlich Gruppen vor Ort von Menschen, die sich schon zusammentun und versuchen, gegenseitig zu unterstützen. Ich habe es auch gesehen, in der Kleinstadt, wo ich war, gab es auch Schüler mit Behinderung. Und da ist halt zum Beispiel die Frage, wie benutzen die denn den Schulbus? Und wie werden die dann transportiert? Und meistens war es halt immer so, dass immer ein, zwei Erwachsene dann mitgegangen sind und das gemacht haben. Aber wo die Erwachsenen natürlich dann mitgehen und das machen und unterstützen, können die nicht arbeiten. Und das ist ja eine finanzielle Frage, ne? Wenn ich halt mehrere Kinder habe, ich kümmere mich um das eine, wer sichert mir dann den Lebensunterhalt? Weil da gibt's ja keine Art von sozialer Unterstützung. Also irgendwie wird das halt dann über die Gemeinschaft abgefedert. Also das bedeutet auch, Transport vor Ort ist dann noch eine große Herausforderung. Was oft unterschätzt wird, ist auch ganz einfach Arbeitsunfälle oder Dinge sozusagen, weil die medizinische Versorgung ja nicht so gut ist vor Ort, wo Menschen überhaupt sozusagen erst durch Unfälle, durch schlechte Arbeitsmethoden über die Zeit, man hat es ja gesehen, zum Beispiel in den Fabriken von KIK in Bangladesch, durch Unglücke sozusagen dann auch noch versehrt werden und dann damit leben müssen. In Afghanistan auch ganz oft das Problem von Kriegsverwundeten oder Kindern, die halt auf Minen treten, dann auch mit dieser Behinderung schon groß werden. Was können die überhaupt noch tun? Ja, also wie können die überhaupt erstmal noch für sich selber sorgen? Weil es halt auch so ist, leider, dass Familien, die dann 10 Kinder haben und schon die kaum ernähren können, die verstoßen die dann halt. Das heißt, diese Kinder, gerade mit Behinderungen, landen dann vermehrt in Kinderheimen. Wobei das, also schon, also der Begriff ist schon eigentlich völlig falsch. Also das ist einfach ein Ort, wo sie hingehen können, wo sie arbeiten müssen. Und diese Kinder, die gehen dann durch die Stadt und sammeln zum Beispiel Papierfetzen auf. Werden halt ansonsten auch zum Betteln geschickt und betteln dann halt für ihren Lebensunterhalt. Und dieses Papierfetzen sammeln, deswegen sind die Städte dort auch so sauber, weil dieser Müll halt von diesen Kindern aufgesammelt wird, ne? Und der wird dann halt verkauft und wiederverwertet. Und dann sagt man denen in diesen Aufenthaltsheimen, ja, entweder ihr macht das oder ihr habt halt im Winter halt nichts, wovon wir auch feuern können oder sonst irgendwas. Das heißt also, diese Kinder, die dann teilweise verstoßen werden, aufgrund ihrer Behinderung, weil die Eltern sich schon nicht mehr ernähren können, kommen dann irgendwo hin, wo sie dann selber schon quasi ausgebeutet werden und dann auch dafür arbeiten müssen. Also da kann man natürlich sagen, okay, ihr könnt glücklich sein, weil du hast überhaupt irgendwas, wo du übernachten kannst, ne? Aber es ist halt ein ganz schweres Ding. Deswegen ist diese Frage Inklusion, betrifft halt gerade in der Entwicklungszusammenarbeit ganz viele Bereiche und ist übergreifend. Es stellt nämlich nach die Frage nach dem Arbeitsschutz. Wenn ich irgendwo in der Mine arbeite, wie gehe ich überhaupt damit um? Auch die Frage nach dem Umweltschutz. Man kennt ja diese Bilder in Afrika, wo dann eben, oder auch in Indien, wo die Schiffe zerlegt werden. Und man dort quasi ja aus diesem Müll und so weiter, dann dort, wo auch Kinder arbeiten, dann sozusagen Altmetallgewinn, Schrott oder die Sachen geteilt werden. Quasi unser Müll wird ja dorthin exportiert und dort sortiert dann noch. Und das bedeutet, wenn ich natürlich als Kind schon auf so einer Art Müllhalde arbeite, die ganzen Sachen einatme, dann habe ich für mein Leben schon garantiert eine Schädigung weg, ne? Wenn es nicht noch schlimmer ist mit Batterien. Das nächste ist das Gesundheitswesen. In der Provinz auch gibt es halt Basic Health Center. Das ist gut, dass es die überhaupt gibt. Da kann ich also hingehen, da gibt es so eine Art allgemeinen Arzt, der dann immer zwischen diesen Health Centern rumreist und sich dann darum kümmert. Aber die haben keine oder fast keine Medikamente. Und dann gibt es so eine Art Krankenschwester, männlich, weiblich, wie auch immer, die sich dann dort engagieren und versuchen, wenn ja der Arzt nicht da ist, den Leuten irgendwie zu helfen. Und da ist natürlich der Fakt, dass ich vielleicht auch durch irgendeine Form von Beeinträchtigung das Problem habe, dass ich spezielle Dinge brauche, ne? Dass ich also sozusagen, und das macht es eben extrem schwer, in diesen ländlichen Regionen überhaupt da ranzukommen. Das heißt, es ist auch eine Frage, wie können wir strukturell das Gesundheitswesen stärken? Und die Frage Krieg und Konflikte, Gewalt, die eben dazu führt, dass die Menschen sozusagen also einmal psychisch und auch physisch natürlich beeinträchtigt werden. Und damit muss ich auch umgehen. Es gibt auch viele Menschen, die einfach so traumatisiert sind, dass sie keiner Tätigkeit mehr nachgehen können. Die halt, also es gibt ja dieses Zittern, also ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, dieses Kriegszitterer, sowas, und solche Menschen sind halt so stark betroffen, dass sie im Prinzip auch ausgeschlossen sind. Und die Frage ist, wie kann ich die wieder in einer Form irgendwie wieder aufnehmen? Das heißt, der Aktionsplan, dass man sagt, okay, wir müssen einmal direkt für die Menschen in Projekten was tun und wir müssen strukturelle Rahmenbedingungen übergreifend verändern, ist eigentlich auch eine gute Sache. Das ist, finde ich, ein richtiger Ansatz vom Ministerium. Aber die Frage ist jetzt, die wir als Piraten eigentlich stellen könnten, ist,
Moment mal, was habt ihr denn, ihr habt es jetzt in euren Aktionsplan geschrieben, dass ihr mehr Menschen mit Behinderung einstellen wollt. Wie ist das denn passiert, in welchem Umfang? Und wie könnt ihr eigentlich da die Möglichkeit überhaupt bieten, da teilzuhaben? Habt ihr denn eure Webseite schon umgestellt? Wie viel Geld stellt ihr eigentlich wirklich praktisch bereit für diese Projekte vor Ort? Weil das natürlich im Aktionsplan ganz toll drinsteht. Aber wie viele Projekte werden denn gefördert und was kommt denn sozusagen am Ende raus? Man kann sagen, es gibt einen Rolling Planet, das ist eine Zeitung für... Oh, online? Oh nein, wir müssen meinen Rechner anschließen mit Strom, bitte. Mache ich gleich. Ich sag's nur noch fertig, den Gedanken, bevor wir dann in die Pause gehen. Es gab die Frage, du brauchst Strom, ja. Die... in meinem Rucksack ist da das Ladegerät, wenn ihr das vielleicht anschließen könntet, wäre cool. Dann ist es gleich wieder da. Die Frage ist, der Rolling Planning hat gesagt, naja, wenn es mit der Inklusion in Deutschland schon nicht klappt, versuchen wir es jetzt einfach mal woanders. Und das ist ein bitterböser Kommentar, der dort geschrieben wurde, der aber vor dem Hintergrund geschehen ist. Die haben auch noch gesagt, naja, immerhin exportieren wir dann mit Inklusion irgendwas, was keine Waffen sind, wie zum Beispiel Rüstungsexporte. War also ziemlich zynisch, dieser Artikel. Die Sache ist die, dass das Ministerium einen Plan aufgestellt hat, der 40 Einzelmaßnahmen enthält, ist schon gut. Allerdings haben sie halt dabei vergessen, die Frage zu klären, wer genau soll das überhaupt machen. Man sagen dann, okay, wir brauchen eine Beratergruppe, einen Expertentreff und wir brauchen eine Art Forum. Aber eben haben noch in keinster Weise Zeiten gesetzt. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Sie haben in ihrem Aktionsplan erstmal reingeschrieben, der hat eine Laufzeit von 2013 bis 2015. Was ist danach? Was ist denn, wenn das Jahr 2015 erreicht ist? Können wir das dann messen, was das Ergebnis ist des Ministeriums? Oder eben nicht? Ich muss mich ganz kurz machen, ihr könnt auch einfach draufklicken auf Pirat, dann sind wir wieder drin. Und können wir das messen? Und welche unabhängige Stelle beurteilt denn das? Weil wir haben ja gesehen, das Ministerium setzt das jetzt schon um. Moment. Ah ja, sehr schön. Danke, Stefan. Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat ja das Deutsche Institut für Menschenrechte eingesetzt als Monitoring-Institution. Wie gewährleisten wir denn jetzt das Monitoring bei der Entwicklungszusammenarbeit? Unabhängig, transparent und nachvollziehbar. Und was passiert denn mit den Projekten? Weil das Problem jetzt ist schon, dass viele Dinge in der Schublade verschwinden. Da hatten wir das Beispiel in München, wo die LMU-Universität irgendwie 10 Projekte monitort hat, war halt nicht so gut ausgefallen, der Bericht, und dann verschwindet er halt in der Schublade, ja. Das heißt, wie können wir da überhaupt nachhaken? Und deswegen kann man sagen, eine gute Sache ist passiert. Immerhin ist auch in den Führungsebenen des Ministeriums angekommen, wir tun was für Inklusion und wir wollen es umsetzen. Was jetzt noch das Spannendere ist, was tun sie wirklich? Das heißt, man kann also das Fazit ziehen vom ersten Teil. Es ist schon gut und schön, dass was gemacht wird. Die Frage ist, 2015 treffen wir uns dann hier wieder und sagen immer noch, ah ja, der Aktionsplan, den gibt's ja. Und was ist jetzt genau der Erfolg? Und das ist ja so ein bisschen so ein allgemeiner Trend. Auch beim Verteidigungsministerium hat man uns ja aufgegeben, klare Ziele zu setzen. Man nennt die Sache Transformation. Damit bin ich ja als Politiker immer aus dem Schneider, weil ich ja sagen kann, na, wir transformieren doch noch. Und deswegen wäre das eigentlich wünschenswert. Jetzt habe ich euch schon ganz viel erzählt erstmal über das, was schon passiert oder was eben noch nicht passiert. Wir stellen jetzt die Frage, was tun wir denn jetzt als Piraten, wenn wir dann als kleine Partei im Bundestag sind, können wir nur eben Anfragen stellen und wir können selber Ideen einbringen, was wir anders machen wollen. Und diese Ideen, das eigentlich wirkmächtigste Instrument, würdet ihr euch jetzt Meinhard vorstellen, was die AG Entwicklung in unserer Partei denn tut, wie ihr da mitmachen könnt. Und was unsere eigenen Ziele sind. Ich übergebe jetzt an dich. Bitte sehr. Danke, Sebastian. Ja, hallo, ich bin der Meinhard, twittere unter @pirat_o5, wenn ich nicht den Account der AG Entwicklungspolitik natürlich überhabe. Ich möchte euch etwas erzählen über die Struktur und Arbeitsweise unserer AG, was bereits von den Piraten als Programm beschlossen wurde, denn viele sind sich gar nicht bewusst, dass wir bereits sehr zentrale Elemente, die für die Arbeit in der Entwicklungspolitik und für Entwicklungsprojekte erforderlich sind, bereits bei uns auch im Programm stehen. Und dann über den Stand der Diskussion, also über Anträge, Ideen, die wir uns in der AG gemacht haben, aber die noch nicht beschlossen wurden. Und natürlich das Wichtigste, wie jeder von euch dann ab Montag bei uns mitmachen kann.
Nein, heute ist Sonntag und am Sonntag dürfen auch Piraten, wenn sie schon einmal auf einer Konferenz sind, danach ausschlafen. Gut. Also wir haben ein Kernteam von circa 10 Personen. Da gibt es immer wieder mal einen Austausch, dass der eine oder andere aus beruflichen Gründen weggeht, einer dazukommt. Aber seit gut einem Jahr haben wir eben ein Team von 10 Leuten. Der Großteil von uns ist in Deutschland. Wir haben jedoch auch Auslandspiraten in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel auf den Philippinen, in Afghanistan. Manchmal klingt sich auch jemand aus Kambodscha oder aus Kamerun ein. Was bedeutet, wir haben da auf der einen Seite dann die Problematik bei einer Mumble-Sitzung mit der großen Zeitverschiebung nach Asien hinüber, aber eben auch mit den Internetverbindungen, die manchmal natürlich auch nicht so toll sind. Aber es ist eben uns wichtig, dass wir in der Piratenpartei zeigen können, wir sind eine internationale Bewegung und wir ermöglichen es auch den Leuten international, sich mit einzubringen und zu beteiligen, was bei anderen politischen Parteien in der Form nicht möglich ist. Die Erfahrung ist ganz vielfältig. Wir haben Leute wie mich. Ich bin Schatzmeister in einem kleinen Verein, der sich mit Entwicklungspolitik beschäftigt. Wir haben Leute, die tatsächlich das Fach Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit bereits im Studium als Hauptschwerpunkt genommen haben. Und wir haben Leute, die teilweise schon seit 15, 20 Jahren hauptsächlich in Auslandsprojekten in den Partnerländern im Einsatz sind, da dann teilweise 2-3 Millionen Projekte selbst als Projektleiter verwalten und natürlich dann auch mit den Großorganisationen seitens der UN oder der GIZ in Kontakt gekommen sind. Ja, Arbeitsweise habe ich schon gesagt, Mumble ist ein sehr wichtiges Element bei uns. Wir haben auch eine eigene Wiki-Seite eingerichtet, arbeiten noch über eine Mailingliste, die extern läuft, weil niemand von uns diese Datenschutzbelehrung mitgemacht hat. Pets und haben einen Twitter-Account. Die nächsten Dinge oder Dinge, mit denen wir uns gerade beschäftigen, es ist nicht mehr allzu lange hin und wir brauchen ein Wahlprogramm für die Wahlen zum EU-Parlament. Auch da gibt es im EU-Parlament einen eigenen Ausschuss für die Entwicklungszusammenarbeit und mit dem EuroAid-Programm auch einen größeren Fördertopf, der sich für Projekte oder Geld für Projekte zur Verfügung stellt. Dazu ist es ein aktueller Trend in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man versucht, von einzelnen Länderinitiativen wegzukommen und versuchen, als Ländergruppen zu arbeiten, also Schwerpunkte gemeinsam zu setzen. Und auch da wäre ja dann die Europäische Union ein wichtiger Partner oder eine wichtige Plattform, dass eben nicht Deutschland und die Niederlande jeweils separat alles machen, sondern dass man das auch koordiniert. Da wird es dann also auch von uns entsprechende Texte und Anträge geben, die wir wahrscheinlich dann auch über diese Abstimmung, die die Initiative gemeinsames EU-Wahlprogramm gerade ausarbeitet, zur Verfügung stellen werden. Derzeit bearbeiten wir Wahlprüfsteine, wenn welche hereinkommen. Also auch das ein Appell an alle, die hier sind oder im Stream zuhören, wenn ihr da eine Anfrage von Bürgern oder von Organisationen bekommt, die sich mit Positionen der Piraten zur Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen, könnt ihr die an die AG weiterleiten. Wir bearbeiten das in der Regel innerhalb von einer Woche gemeinschaftlich. Bei Podiumsdiskussionen und Vorträgen, wie zum Beispiel jetzt hier bei der HekelCon oder auch beim verteidigungspolitischen Treffen, auch hier in Dresden, Potsdamer Konferenz, bringen wir uns eben auch mit ein und auch bei der Diskussion über die Themenbeauftragung, Außenpolitik, globales Handeln haben wir uns damit eingebracht, weil wir eben sehen, das ist ein Feld, das mehrere Themenbereiche betrifft und wo man sinnvoll eben nicht nur klassische Außenpolitik, klassische Entwicklungspolitik, Außenwirtschaftspolitik trennt, sondern dass man diese Dinge möglichst gemeinsam vernetzt betrachtet. Und deshalb eben auch für uns sehr wichtig, dieses Themenfeld globales Handeln, wo wir eben von der klassischen Außenpolitik weg wollen. Ja, was bereits beschlossen ist, im Grundsatzprogramm dieses Leitmotiv des globalen Handelns, nicht nur die Interessen eines einzelnen Landes oder Kontinents zu vertreten, sondern die Bedürfnisse aller Menschen im Blick zu haben. Das Engagement für Menschenrechte, gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, dann in erster Linie auch die Lösung von Konflikten mit friedlichen Mitteln und die Förderung der Zivilgesellschaft. Wir haben auch, als wir uns in der AG das erste Mal so ein bisschen mit den Positionen der Piraten im Detail beschäftigt haben, gesehen, da sind sehr, sehr viele Dinge drinnen, die bereits beschlossen sind, die man eigentlich wunderbar auf die globale Ebene hieven kann. Beispiel in der Landwirtschaft, was wir haben, die Problematik mit Patenten auf Pflanzen oder ähnliches, ist eine Sache, die die Leute in Indien oder in Afrika wahrscheinlich sogar noch härter trifft als unsere Bauern. Sind Dinge, wo es schon eindeutige Beschlüsse seitens der Piraten gibt, wo wir eben dann versuchen, die dann für die globale Ebene zu nutzen und vielleicht noch ein bisschen umzuformulieren, damit sie da dann wirklich treffend passen.
mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung, eben auch mittelfristig möglichst alle Staaten und alle Bürger demokratisch einzubinden. Derzeit ist es ja bei vielen Entwicklungsprojekten so, dass die eigentlich Betroffenen gar keine Möglichkeit haben, sich mit einzubringen, sondern dass da dann in der Hauptstadt oder überhaupt in den Ländern des globalen Nordens die Planung erfolgt und die Leute dann mit dem Projekt leben müssen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Die Aufwertung und Demokratisierung der internationalen Organisationen und der freie Austausch von Informationen, Waren und Gütern. Eben auch wichtig, offene Märkte und freier Informationsaustausch, was derzeit in afrikanischen Ländern zum Beispiel sehr stark schadet, ist die Europäische Union mit ihrem gemeinsamen Agrarmarkt. Dort ist es ganz schwer hineinzukommen, seitens Schutzzölle, seitens Hygienevoraussetzungen. Gleichzeitig ist es so, dass die Europäische Union immer wieder Subventionen auszahlt, um Überschüsse in andere Länder zu exportieren, was dann dazu führt, dass die einheimischen Bauern aus dem globalen Süden ihre Waren nicht bei uns verkaufen können, aber dann auch noch mit unseren Steuergeldern finanzierte, günstige Produkte in den eigenen Heimatmarkt hineinbekommen und dort auch wir die Konkurrenz gleich mitbezahlen und eine nachhaltige Entwicklung damit natürlich zerstören. Derzeit ist es so, dass viele Abkommen die Märkte nicht öffnen, sondern dazu gedacht sind, unsere Vorteile weiter und die Privilegien weiterlaufen zu lassen. Die Transparenz in den Verhandlungen sind Dinge, die bei den Piraten eher bei ECTA oder anderen kommen, aber natürlich auch bei Wirtschaftsverhandlungen, bei Dingen, die die Entwicklungszusammenarbeit betrifft, ist das ganz, ganz wichtig. Denn ein Land aus dem globalen Süden kann es sich nicht leisten, hochbezahlte Beraterstäbe auf eine UN-Konferenz zu schicken, gut ausqualifizierte Ministerialstäbe hinzuschicken, so wie wir das können, sondern da sind dann oft ein, zwei Leute dort, die dann oft auch noch mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben und so entsteht dann auch schnell einmal eine schiefe Ebene bei diesen Verhandlungen und deshalb ist eben da auch die Transparenz, dass man sieht, wie diese Entscheidungen zustande kommen, besonders wichtig für die weltweite Entwicklung. Und wir haben auch schon drinnen weltweit Einlöseansprüche auf Ernährung, Bildung, medizinische Grundversorgung, freie Religionsausübung, sexuelle Selbstbestimmung. Da sind wir in einigen Bereichen schon weiter als etablierte Parteien, die sich teilweise schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen. Ja, und schließlich Förderung von Kultur und Wissen, Ausgleich zwischen den Ansprüchen von Urhebern und Öffentlichkeit, Basis für gleichberechtigte Teilhabe jedes Individuums. Auch da sind wir schon sehr gut aufgestellt, wo man dann auch konkret sagen kann, zum Beispiel, wenn es um Unterrichtsmaterialien geht, dass da dann auch die Leute diese nutzen können oder was auch bei Patenten auf Medikamente und Ähnliches dann Ableitungen ermöglicht. Einen Beschluss gibt es im Wahlprogramm, der hat sich in die Bildung hineingeschmuggelt, was insofern gut war, weil dadurch ist er drangekommen. Es geht um Open Access in der Entwicklungspolitik. Das hat hauptsächlich die Felicitas, die Adelie Steinhoff, ausgearbeitet, dass da eben auch wirklich die freie Austausch als elementarer Bestandteil ausgebaut wird. Es gibt da auch schon von einer unabhängigen Einrichtung ausgearbeitet die sogenannten International Aid Transparency Initiative mit Kriterien, dass eben die Ergebnisse der entwicklungspolitischen Projekte, die Rohdaten und auch die Gutachten, die die Effizienz und Effektivität der Projekte, wie wir es beim Monitoring vorher angesprochen haben, auch veröffentlicht werden. Und leidvolle Erfahrungen, die unsere Abgeordneten und Mitarbeiter in den Fraktionen gemacht haben, veröffentlichen allein reicht nicht aus. Das Ganze soll natürlich auch irgendwie maschinenlesbar sein, kostenfrei im Internet und auch sinnvoll durchsuchbar sein, weil ich kann natürlich auch viel in irgendeiner doofen PDF-Datei verpacken, 200 Seiten reinstellen und ich habe trotzdem keine Möglichkeit, sinnvoll damit arbeiten zu können auf der politischen Ebene. Jetzt werde ich euch kurz auch die Vorstellung machen von den konkreten Programmpunkten, die leider in Neumarkt gerade nicht mehr zur Abstimmung gekommen sind. Also unser Antrag wäre der nächste auf der Tagesordnung gewesen, der davor war der letzte. Aber das ist eben auch die Basis dann für den Programmentwurf, den wir für das EU-Wahlprogramm mitbringen werden. Die Piratenbewegung ist eine transnationale Bewegung. Wir stehen hinter der UN-Menschenrechtskonvention. Wichtig ist es, dass wir wirklich allen Menschen ein Leben in Würde ermöglichen können und eben eine partizipative Orientierung, also eine Entwicklungszusammenarbeit, die von unten kommt, aus dem globalen Süden, von den Leuten, die betroffen sind und nicht von hier in irgendwelchen Arbeitsgruppen, von irgendwelchen Trägern geplant wird. Transparenz ist ein zentrales Element.
Einer der Gründe, warum die Entwicklungszusammenarbeit seit Jahrzehnten nicht gut funktioniert, ist, dass es große Probleme gibt bei der Planung, bei der Umsetzung, bei der Zielerreichung und natürlich auch bei der Korruption. Und da können wir mit unserem Kernthema oder einem der Kernthemen mit der Transparenz tatsächlich für eine deutliche Verbesserung sorgen. Transparenz führt dann auch automatisch zu dieser nachvollziehbaren Wirksamkeit. Ja, was bedeutet das, die Zivilgesellschaft im globalen Süden zu stärken? Wir brauchen eine pluralistische und aktive Zivilgesellschaft. Wir haben in vielen dieser Ländern Situationen, wo wir eher totalitäre Regimes haben, wo wir Demokratien haben, die keine sind, so wie wir sie kennen, sondern wo dann irgendwelche Clanhäuptlinge entscheiden, was wie passiert, wer wie wählt, wo ganze Landstriche sozusagen vorher schon abgemacht wird, wie das Wahlergebnis aussehen wird. Wir wollen auch, dass kleinere und mittelgroße Non-Profit-Organisationen stärker berücksichtigt werden als das jetzige System, das eindeutig Großorganisationen bevorzugt. Und wir wollen auch, dass grundlegende öffentliche Basisleistungen so bleiben können. Es gibt ja gerade von der Weltbank und von der WTO diesen Trend, auch diese Basisleistungen zwangsweise zu kommerzialisieren, zu privatisieren. Und wir sagen, das sollen doch die Leute vor Ort entscheiden. Wir sind so weit, dass wir sagen, wir wollen ihnen auch nicht vorschreiben, dass es eine staatliche Einrichtung sein muss, wenn es um irgendwelche Bildungssachen geht zum Beispiel, sondern da wissen die Leute dann schon selbst vor Ort, wie sie das machen wollen am besten. Ja, manchmal bei den Piraten ein noch immer heikles Thema, Frauen. Für uns sind Frauen als selbstständige Akteurinnen und Multiplikatorinnen in der Entwicklungszusammenarbeit besonders wichtig, weil wir eben wissen, dass sie Trägerinnen von gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind. Wenn wir Geld investieren, speziell in die Bildung von Frauen, bedeutet das, dass es weniger Kinder geben wird, weil sie eben wissen, dass es Alternativen gibt, dass es Verhütung gibt, dass das nichts Schlechtes ist. Die Kinder, die geboren sind, die werden besser versorgt, von der Ernährung her, von der gesundheitlichen Ebene her mit Medikamenten. Sie sind auch Akteurinnen und Multiplikatorinnen, weil sie das natürlich intern weitergeben. Wenn man in einem Dorf einer Frau auf eine Schulung schickt, dann weiß man, dass diese Sachen sehr schnell auch in der Dorfgemeinschaft weitergegeben werden, was bei Männern nicht ganz so häufig ist, wie die Studien zeigen. Wir sind uns aber eben auch bewusst, dass das eine Brückentechnologie sein soll, weil eben auch wir in der AG Entwicklungspolitik ein Fernziel haben, dass das Geschlecht eigentlich keine Rolle mehr spielen soll, sondern dass wir uns alle als Menschen im weiteren Sinne sehen sollen. So, dann ein weiteres Modul bei uns ist der dezentrale Zugang zu Informationen. Ich gebe euch ein Beispiel. In Äthiopien werden zum Beispiel die Kaffeepreise mittlerweile übers Radio weitergegeben. Allerdings in einer der beiden Zentralsprachen. Wenn jetzt ein Bauer am Dorf diese Zentralsprache nicht spricht, nicht versteht, dann hat er davon nichts. Eine Alternative ist, mittlerweile auch schon in einigen Ländern weit verbreitet, dass solche Preisinformationen per SMS weitergegeben werden und damit dann natürlich auch leichter in mehrere Sprachen übersetzbar sind. Hat den großen Vorteil, dass nicht mehr der Zwischenhändler vor Ort die Information hat, wie der Preis in der Hauptstadt ist und damit die Kleinbauern über den Tisch ziehen kann, sondern dass der Kleinbauer auch genau weiß, was für einen Wert seine Ware hat und damit ein höheres Einkommen erzielen kann. Wir als Piratenpartei haben sehr viel Erfahrungen mit dezentralen und netzbasierter politischer Willensbindung und wir wollen diese Erfahrungen eben auch im globalen Kontext der Entwicklungszusammenarbeit nutzen. Wir machen das konkret dadurch, dass wir eben alle Leute einladen, auch aus den Partnerländern im globalen Süden, bei unseren Mumble-Sitzungen beispielsweise mitzuarbeiten oder wenn die Internetleitung schlecht ist, doch einmal eine Textdatei über die Mailingliste zu schicken und dann da das Feedback zu bekommen. Die Ausrichtung und Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit muss eben dazu führen, dass wir nicht Regimes und Regierungen fördern, sondern dass wir die Zivilgesellschaft vor Ort fördern. Ja, transparente Mittelverwendung und Regierungsführung, Good Governance. Das gilt sowohl für uns im globalen Norden, wie auch für die Partnerländer im globalen Süden und das ist ein sehr heikles Thema. Transparente und öffentliche Kontrolle, sowohl in der Planung, in der Umsetzung und in der Mittelverwendung. Also nicht nur konzentriert, wie es derzeit sehr oft stattfindet, am Ende, wenn das Projekt schon abgewickelt ist. Strikte Sanktionierung und etwaiger Zwecksentfremdung und Korruption. Das ist derzeit noch ein Kavaliersdelikt. Viele sagen auch, man kann in einigen Ländern ohne Korruption gar nicht arbeiten. Wir sind da anderer Meinung. Da kann man durchaus Maßnahmen treffen, um den Leuten zu sagen, wenn da beim Zoll immer etwas abgezweigt werden muss,
dann werden wir eben gewisse Projekte in eurem Land nicht mehr machen. Gute Regierungsführung und diese Wirksamkeit, das ist auch der Fachbegriff Aid Effectiveness weit verbreitet, müssen zu einem zentralen Vergabekriterium werden, dass überhaupt Projektmittel vergeben werden. Und wir müssen diese Großorganisationen wie die KfW, wie die GEZ, wie die UN-Organisationen dringend reformieren, weil die eben sich an solche Sachen kaum halten, sondern einfach großmächtig ihre eigenen Burgen sind. Auch wir haben einige Hausaufgaben zu machen. Agrarsubventionen der EU, Exportförderungen und Bürgschaften, Marktzugang und Handelsbarrieren, die wir dann auch gerne international festschreiben und auch Urheberrechtspatentsgrenzen dann auch für Entwicklungsländer festlegen wollen. Internationale Handelsgüter, die Materialrechtegüter, Patentwesen. All das sind Dinge, die in den letzten Jahrzehnten so gemacht wurden, dass wir versucht haben, unsere Privilegien und Vorteile zu sichern und auszubauen und damit den anderen Leuten zu schaden. Auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir hören immer wieder vom Fachkräftemangel und dem Bereich der Migration, dass Fachkräfte ja gern gesehen sind, sogar bei der CDU. Wir in der AG Entwicklungspolitik sehen das Ganze ein bisschen kritisch, denn dieser Fachkräftemangel, IT-Spezialisten, Pflegekräfte, Krankenschwestern im Gesundheitswesen und so weiter, wenn die aus dem globalen Süden kommen, dann fehlen die dort natürlich und dort sind sie besonders wertvoll, weil dort gibt es besonders wenige gut ausgebildete Leute im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen und wenn wir die dann abziehen, dann machen wir ja sehr viel, was wir selbst als Entwicklungsprojekte dort hinein investiert haben, auch wieder zunichte. Das BGE. Wir sind der Meinung, dass die wir sind schon fast fertig. Piraten müssen auch leidensfähig sein. Ich glaube, es ist ein ungeschriebenes Grundsatzprogramm und 2 Stunden auf Twitter und du wirst darin bestätigt. Genau. Wenn wir uns also ansehen, dass es in vielen Ländern üblich ist, dass man nur kurzzeitige Beschäftigungen hat, dass Leute auch über lange Zeit nur Subsistenzlandwirtschaft machen können, können wir sagen, dass in der jetzigen Gesellschaftsstruktur und Wirtschaftsstruktur die Vollbeschäftigung weltweit für alle 8-9 Milliarden Menschen eine Illusion ist. Es gibt auch schon erste Erfahrungen in Pilotprojekten. Diese wollen wir ausbauen und weiterentwickeln. Und gleichzeitig sagen wir, wir dürfen nicht zu vermessen sein und uns auf das BGE als Heilsbringer zu verlassen, sondern auch andere Konzepte zur Reduzierung von Abhängigkeiten mit berücksichtigen, zum Beispiel Arbeitszeitreduktionen. Jetzt werde ich doch noch ein kurzes was trinken gehen. In Namibia gab es ein sehr weit verbreitetes und viel beachtetes Projekt. Was glaubt ihr, was da die Leute als BGE-Grundeinkommen bekommen haben? Wie viel Dollar oder Euro pro Monat? Viel, viel weniger. Da waren wir im Bereich von ca. 5 Euro. Effekte waren, Kriminalität ist dramatisch gesunken. Die Ernährungssituation von Neugeborenen ist dramatisch verbessert worden. Die gesundheitliche Situation von Kindern, Kindersterblichkeit ist messbar hinuntergegangen. Leider war das eben ein zeitlich befristetes Projekt in einer kleinen Region, aber es hat eben messbare Vorteile gebracht mit sehr, sehr geringen Kosten, die dabei entstanden sind. So. Strikte Trennung von Militär und Entwicklungszusammenarbeit. In Afghanistan, teilweise auch schon im Irak, hat man ein neues Konzept ausprobiert, eine Art Embedded Development Aid, dass das wirklich eingebettet war, ähnlich den Journalisten, die sozusagen die Soldaten direkt mitbegleiten. Wir sagen, hat nicht funktioniert, wir brauchen das Primat des Zivilen. Es ist sehr gefährlich, wenn die Entwicklungszusammenarbeit und die Helfer vor Ort als Teil einer Militäroperation gesehen werden, weil dann landen sie mitten im Fadenkreuz. Ich gebe euch gleich das Fallbeispiel aus Afghanistan. Einer der aktivsten bei uns in der AG, Alfred, ist in Herat und in Banyan in Afghanistan mit seiner Projektgruppe aktiv.
Er hat zusammen mit einigen Helfern vor Ort mehrere Schulen aufgebaut. Die Abnahme der Schulen erfolgte aber nicht durch einen zivilen Helfer, sondern da ist ein Militärkonvoi mit 3 Panzern angefahren. Die haben so ein Dreieck gebildet, dann hat es ein paar Minuten gedauert. Dann ist ein Militäringenieur herausgekommen, hat sich für 5 Minuten die Dachkonstruktionen angesehen, ob die alle passen. Dann ist er wieder eingezogen, dann sind diese 3 Panzer wieder zurückgefahren. Und Alfred und seine Helfer haben gesagt, wir müssen bis Sonnenuntergang diese Dächer fertig machen, weil wenn die Taliban in den Bergen rundherum gesehen haben, dass jetzt da die amerikanischen Panzer da waren und dass wir mit ihnen gesprochen haben, dann kann es auch uns dreckig gehen. Und das ist der Grund, warum diese Zusammenarbeit und Zusammenlegung von Entwicklungszusammenarbeit und Militäroperationen nicht funktionieren kann. Gleichzeitig sagen wir auch, dass wir keine militärischen Güter oder Leistungen aus den Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit finanziert haben wollen, auch nicht für die innere Sicherheit, also für die Ausbildung von Polizei. Wenn man solche Projekte machen will, was ja durchaus sinnvoll sein kann, Ausbildung von Polizeikräften, dann muss das bitteschön auch von den entsprechenden Innenministerien bezahlt werden, die ihre Budgets für die Polizeiarbeit haben. Und eben auch nicht vom Militär umgesetzt werden. Das Militär hätte, wenn es zu solchen Situationen kommt, eben tatsächlich nur die Aufgabe, für die Sicherheit an sich zu sorgen. Und auch da weiß ich, gibt es ja einige sehr gute, auch alternative Ansätze in der Piratenpartei, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man überhaupt zu einer Intervention kommen muss. Ja, derzeit ist es so, dass Teile der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich die sofortige Nothilfe bei internationalen Katastrophen, vom Auswärtigen Amt ausgehen, also bei Tsunami-Hilfe oder so wird das dort noch koordiniert. Wir glauben, dass das ein Fehler ist, weil die Nothilfe ist eigentlich nur ein erster Schritt für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Bei Erdbebenkatastrophen, anderen Naturkatastrophen dauert es Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte, bis der Wiederaufbau abgeschlossen ist. Das ist ein langfristiges Projekt, wo ja dann auch im Nachhinein die Entwicklungszusammenarbeit über das BMZ mit hineinkommt. Aber da entsteht halt dann auch wieder eine Schnittstelle, Friktionen und wir sagen, es ist besser, wenn das gleich aus einer Hand geplant wird und das eben besser gleich im Entwicklungsministerium. Es gibt mehrere Vereinbarungen, dass eigentlich mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt werden soll. Und da werden sicher viele Piraten dann hellhörig werden, wenn da wieder jemand sehr viel mehr Geld haben will für seinen Fachbereich oder für sein Themengebiet. Nun ist es allerdings so, dass bereits 1970 die Vereinten Nationen festgelegt haben, dass die damals noch Industriestaaten genannten Länder 0,7% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben sollen. Und in Deutschland hat man sich einer EU-Initiative angeschlossen, um dieses Ziel bis 2015 zu erreichen. Jetzt ist es natürlich so, das wird sich nicht ganz ausgehen. Weder schwarz-gelb, schwarz-rot noch Rot-Grün, die ja damals unter Schröder das abgeschlossen haben, haben sich ernsthaft um dieses Ziel bemüht. Derzeit werden nur 0,34%, in Zahlen ausgedrückt knapp 10 Milliarden Euro für die Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Wenn wir sagen würden, das wäre auf 0,7 erhöht, dann wären wir doch bei rund 19,5 Milliarden. Und wir sagen auch, das kann man nicht von heute auf morgen machen, das muss ein mehrjähriger Prozess sein und wird auch nur dann funktionieren, wenn wir die anderen Dinge wie Good Governance, die Zivilbevölkerung im globalen Süden mit einbeziehen, die Transparenz mit einzuhalten, funktionieren. Denn ansonsten werden auch viele Gelder, die wir da dann einfach mehr haben, genauso versanden, wie sie es jetzt auch tun. Oft heißt es ja, wenn man mehr Geld haben will, dann soll man auch gleich sagen, woher das kommt. In der Entwicklungszusammenarbeit gibt es die lange Geschichte der Tobin-Tax, die ursprünglich ja für reine Währungsspekulationen gedacht war und wo schon sehr lange die Idee besteht, diese durch die globalen Finanzflüsse entstehenden Mittel dann auch für die globale Entwicklung zu verwenden. Und deshalb sagen eben wir, auch diese Mehreinnahmen, für die wir uns ja vertraglich schon verpflichtet haben, kann man dann die Einnahmen der Finanztransaktionssteuer mit reinnehmen, die ja auf EU-Ebene in der Form, ja, nicht ganz optimal in meinen Augen, aber zumindest schon einmal als Grundsatzbeschluss da ist. Auf der anderen Seite, selbst wenn das nicht der Fall ist, die internationale Vereinbarung ist da. In unseren Meinung ist es Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass diese Vereinbarung im Haushalt erfüllt wird. Wie ist uns dann relativ egal? Ja, jetzt kommen wir ein bisschen wieder zurück zu einem der Themen, die heute mit dabei sind. Es wurde ja heute auf der HäkelCon und QueerCon auch einige Panels, die sich und gestern mit Migration beschäftigt haben, mit Flüchtlingen und Asyl.
Stell einmal die These in den Raum, Entwicklungszusammenarbeit und Migration sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben sozusagen große Menschenrechtsverletzungen in Ländern auf der Welt. Leute verlassen in der Regel ihren Kulturkreis, ihre Familie, ihre Heimat nicht so gerne. Sie tun es trotzdem. Wir können das Ganze über die Entwicklungszusammenarbeit auch abfedern, indem wir sagen, die Hilfe kommt nicht mehr aus dem globalen Norden. Wir wissen da schon, wie das funktioniert. Wir sind ja die Entwickelten. Ihr da unten habt ja noch keine Ahnung, ihr seid ja noch so irgendwie auf Buschmann-Niveau. Sondern wir müssen die Leute befähigen, sich selbst zu entwickeln. Das heißt auch, einen gewissen industriellen Sektor zu entwickeln, moderne Dienstleistungen zu entwickeln. Wir sagen auch im Rahmen dieses Reverse Engineerings, das Ganze jetzt einmal umgekehrt zu drehen. Wir haben ja viele Leute mit Migrationshintergrund hier. Langsam beginnt man, diese mit ihren eigenen Vereinen auch als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit zu sehen. Viele von den Leuten haben ja jetzt auch schon Entwicklungsprojekte seit teilweise Jahrzehnten durchgeführt, aber meistens aus Privatspenden. Das heißt, viele Vereine von Nigerianern, von Leuten aus dem Senegal, aus anderen Ländern, haben selten um öffentliche Fördergelder angesucht, weil einfach die Barrieren sehr hoch sind, weil teilweise auch ja die Formalkriterien nicht so toll sind, wenn die Leute dann als Dritt- oder Viertsprache einmal Deutsch gelernt haben und dann Anträge verschriftlichen müssen. Und da ist zum Beispiel auch gerade die Stiftung Nord-Südbrücken in Berlin einer der Vorreiter, die dann auch eigene Seminare machen für solche Migranten-Selbstorganisationen, dass die auch lernen, in unserem System da ihr Know-how mit einzubringen, entsprechende Fördermittel zu bekommen und auch mit unseren Formalkriterien, wie wir sie bei Transparenz oder Buchhaltung dann haben, auch zurechtzukommen und erfolgreiche Projekte machen zu können. Was auch ein neuer Ansatz ist, dass man versucht, das Know-how aus Auslandsprojekten der Entwicklungszusammenarbeit bei der Migrationsarbeit oder Integrationsprojekten in Deutschland zu nutzen. Ein Bezirksbürgermeister in Berlin erzählt sehr gerne, dass es zum Beispiel für ihn sehr schwierig ist, die afrikanischen Communities in seinem Bezirk zu erreichen, während zu den Communities aus dem Balkanraum oder aus der Türkei sehr gute Kontakte bestehen. Ja, wie geht man mit Leuten um, die aus einem anderen Werte- und kulturellen Gerüst hierher kommen? Da kann man natürlich auch auf die Erfahrungen zurückgreifen, die dort gemacht werden. Und da gibt es jetzt zum Beispiel von einem kleinen Verein in Berlin den Ansatz, man nimmt einen Partnerverein, der auch von Deutschland und von Ghana aus gemeinsam gegründet wurde, die Sex Education dort machen, ein sehr heikles Thema in einem konservativ, hauptsächlich katholisch geprägten Gegend, die dort machen, um dann die Erfahrungen, die dort gemacht haben, dieses heikle Thema den Leuten zugänglich zu machen, dann auch hier einzusetzen, um dieses Thema dann eben den afrikanischen Communities, die bereits in Berlin sind, dann eben auch näher zu bringen. Und das ist etwas, was sozusagen vor 2-3 Jahren noch ziemlich undenkbar war, wo es immer nur der Know-how-Transfer vom Norden in den Süden ging. Und wir sagen jetzt auch, wir müssen das sozusagen, können da einen Zusatznutzen erreichen, indem wir auch da die Erfahrungen mit rausnehmen. Gut, jetzt habt ihr sehr viel Input von uns bekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir das Mikrofon an euch übergeben und dann euch zur Mitarbeit einladen, in Form von Fragen, Statements und natürlich am liebsten Anmeldungen auf unserer Mailingliste. Ja, das ist ein okay, wenn ihr noch einen ganz kleinen Moment braucht, um euch zu sammeln für die Fragen, können wir einfach nochmal ganz gleich kurz sagen, also das Thema Inklusion ist angekommen, sogar im Ministerium. Die Frage, wie es da weitergeht, ist noch offen, aber wir begleiten das kritisch. Ihr könnt euch selber, wenn euch das Thema Entwicklungszusammenarbeit mit all seinen Implikationen in dem Bereich Migration, in dem Bereich Umwelt, in dem Bereich Wirtschaft interessiert, könnt euch einbringen. Wir arbeiten da dran. Wir sind da ganz offen für eure Ideen. Und ich denke, das ist eine große Chance, wirklich einen ganz klaren Neuansatz zu finden, weil bis jetzt ist das alles dominiert von großen staatlichen Organisationen, die halt schwer sind, unflexibel sind, und wir versuchen es halt jetzt ein bisschen anders und neu zu machen. Deswegen war das jetzt ein ganz kurzer Parfumsritt über diesen ganzen Bereich und haben versucht, da vielleicht ein bisschen Denkanstöße zu geben. Habt ihr Fragen? Okay, das ist vielleicht, ich hoffe, ich deute es als gutes Zeichen, wenn keiner eine Frage hat. Dann haben wir hoffentlich zumindest in unserem kurzen Überblick, den wir euch gegeben haben, ganz informativ.
Und wenn, könnt ihr uns ja gleich noch ansprechen. Wir sind ja noch da. Super, dann danke ich euch, dass ihr auch so tapfer hier ausgehalten habt. Ich danke Meinhard für die Anreise, dass du extra deswegen hergekommen bist. Das war super und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag.